Bobbig. Okay, also ich glaube, die Einführung kann ich auch auf Deutsch machen, weil jetzt kommt ein deutschsprachiger Vortrag. Und quasi nahtlos an die an den Talk von vorhin angeknüpft, schauen wir jetzt nicht in funktionale Programmierung in Open Source, sondern in so in die Unternehmenswelt rein. Und lassen uns davon Christoph Ehls und Timo, genau. Wir haben einen kurzfristigen Wechsel noch gehabt vom Speaker. Auf der Webseite steht noch Markus Deiter, der ist aber krank. Ne? Genau, der ist krank. Okay, genau, deshalb haben wir aber hier. Das macht nichts, Timo Pieper ist hier. Markus ist da sicherlich vertreten. Alles klar. Beruhigt, genau. Die große Frage ist, bevor es losgeht, wer hat irgendwann mal mit Host Assembler oder COBOL oder Oracle zu tun gehabt? Also großen Monolithen irgendwo? Das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Ja, also genug. Sehr gut. Wie das so ein bisschen angeteasert wurde auf der auf dem Teaser, ist tatsächlich die Geschichte, wir sind vor 2 Jahren losgegangen, haben eine Reise angefangen in der Wertgarantie und wollen euch so ein bisschen den Reisebericht zeigen, um einfach mal so ein bisschen das Vertrauen zu kriegen, geht es an, eure Monolithen abzulösen. Deshalb herzlich willkommen zum Vortrag Integration und Migration von unternehmenskritischen Industrieanwendungen. Die halbe Firma ist hier und applaudiert. Genau. Wir haben ja schon gesagt, Timo Pieper von der Wertgarantie. Mein Name ist Christoph Ehls, ich komme von der Frobese GmbH. Möchtest du was zu der Wertgarantie sagen? Ja, also kennt jemand die Wertgarantie? Letzte Reihe natürlich. Wir sind ein technischer Spezialversicherer. Wir versichern, also am bekanntesten könnten wir eigentlich sein aus der Mobilfunkversicherung, also der Handyversicherung, wenn jemand von euch bei X fährt oder bei alles, was nicht Mediamarkt oder Saturn ist, sein Handy kauft und die drehen euch eine Versicherung an, dann kommt die meistens von uns. Des Weiteren haben wir eine Sparte für Fahrräder und für Haustiere, ist aber an der Stelle noch gar nicht so. Wir machen Unternehmensberatung im IT-Sektor für Banken und Versicherungen. Und da die Wertgarantie eine Versicherung ist, sind wir irgendwie zusammengekommen. Genau. Das ist eine generelle Unternehmensberatung. Wir haben den Entwicklungsteil gerade so ein bisschen ausgegliedert in den Bereich Frobese.io, wo dann auch die ganzen GitHub-Verzeichnisse sind oder so. Guckt einfach mal rein. So, aber nun kommen wir zum eigentlichen Vortrag. Was war die Reisemotivation, überhaupt loszugehen? Warum hat man sich vor 2 Jahren entschieden, einen Monolithen irgendwie abzulösen? Und ne, die erste Frage ist, wann ist es überhaupt Zeit aufzubrechen? Bei uns war es vor 2 Jahren, aber warum seid ihr aufgebrochen? Genau, dazu möchte ich mal so ein bisschen Unternehmenshistorie bei uns, so technische Unternehmenshistorie, ein bisschen aufzeigen. Wer so ein bisschen aus dem Versicherungsbankenumfeld kommt, kennt die Problematik sicher. Wir haben damals uns entschieden, für unsere Bestandsverwaltung, wir kaufen eine Software am Markt. Das hat dann dazu geführt, dass die Prozesse halt mega starr sind. Das ist Standardsoftware und was wir darüber abwickeln, weicht manchmal vom Standard ab und das war immer sehr aufwendig. Dazu kommt, die sieht halt uralt aus, dadurch, dass es halt ein Delphi-Client auf einer PLSQL-Schicht ist. Etwas in die Jahre kommen, etwas angestaubt. Dadurch, dass es Kaufsoftware ist und die Ressourcen nicht bei uns lagen, ist natürlich der Rahmen für individuelle Weiterentwicklung oder überhaupt für Anpassungen jeglicher Art sehr aufwendig, sehr umständlich, bis fast gar nicht möglich. Was heute dazu kommt, das ist so ein bisschen Standard-Business-Talk gerade, die Markt- und die Kundenanforderungen, gerade in heutigen Zeiten, sind sehr schnell geworden. Kunden wollen alles. Man muss super flexibel sein. Es wird erwartet, dass die Produkte einfach sind und flexibel. Der Kunde an sich erwartet, gerade von uns als Versicherung, dass wir in den Prozessen transparent sind, schnell sind, am besten noch billig sind. Was uns dazu gebracht hat, ich glaube 2016, wurde bei uns vom Vorstand die sogenannte Agenda 2020 verabschiedet. Die Aussage, grinsende Gesichter.
erhielt, wo einer der fünf großen Felder halt die Automatisierung und die Digitalisierung von Prozessen ist, wie zum Beispiel die Self-Services. Also, was ich anders anfange, der Kunde macht selber. Also es ist nicht mehr so, der Kunde ruft an und ein Mitarbeiter von uns macht, sondern wir bieten Self-Services an und der Kunde macht seine Sachen dann selber. Das heißt also, die ganze der Markt treibt euch dazu, dass ihr mit dem, oder ihr kommt mit eurem IT-System nicht hinterher, weil der Markt euch einfach in eine Enge treibt und schneller ist, als ihr euer IT-System verändern könnt, weil ihr den Monolithen irgendwie anfassen müsst. Oder gar nicht selber anfassen können, sondern es beauftragen mussten beim Hersteller Software. Genau. Und naja, wer will PLS-Bild anfassen? Bis auf Dennis. Also die Frage ist, wohin wollt ihr oder wohin wollen wir? Also was ist das Ziel? Genau, was ist eigentlich das Ziel? Mein Bereichsleiter hat eine Vision. Er ist sehr visionär. Und das ist manchmal gut wie schlecht. Jetzt kann ich dafür weiter das mal sagen, ich finde das gut. Die Idee ist, wir gehen weg von irgendwie nur in-house Bestandsverwaltung, sondern wir schaffen eine Plattform, eine Versicherungsplattform im speziellen Sinn. Und das bauen wir so auf, dass wir es so modular machen und die Bausteine fachlich machen, dass wir da immer in der Lage sind, schnell dran zu bauen, schnell Sachen anzuknüpfen, Produkte schnell einzuführen, weil die fachlichen Bausteine im besten Fall schon vorliegen und nur recycelt oder wiederverwendet werden. Was ich gerade schon sagte, bei Kaufsoftware, die Prozesse waren sehr starr. Unsere Arbeitsweisen sind speziell manchmal. Das führt dazu, um optimale Performance auch zu leisten im fachlichen Bereich, müssen wir die Prozesse maßschneiden, wir müssen die Prozesse aufs Unternehmen schneiden, weil es schwierig wird, das Unternehmen auf die Prozesse zu schneiden. Genau, also die weitere Vision ist, irgendwann mal zu sagen, wir öffnen diese Plattform, wir entwickeln nicht nur in-house, wir öffnen diese Plattform, geben externe Schnittstellen, dass sich Drittsysteme von externen Anbietern daran anknüpfen können, um dann zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel eine Neukaufbeteiligung für ein Gerät auszahlen, dann geht das alte Gerät in unserem Besitz über und wir haben eine Restwertvermarktung, wo wir daraus dann nochmal Geld verdienen können, weil dieses Gerät dann auseinandergebaut werden. So Systeme könnten sich dann auch in diese Plattform anbinden und wir hätten alles, die gesamte Geschäftslogik zentral in unserer Plattform, eben nach innen wie nach außen. Das heißt also, wir wissen, wann wir aufbrechen wollen, dass es Zeit ist aufzubrechen. Wir haben mindestens fachlich ein Ziel definiert, wo wir hinwollen, zu einer Versicherungsplattform. Und jetzt kommt so der technische Teil. Es wird übrigens kein Stück Code geben in dieser Vorlesung in dem Talk. Also bereitet euch darauf vor, es ist eine reine Organisationsgeschichte. Was ist eigentlich der technische Teil einer Versicherungsplattform? Was wollen wir eigentlich machen? Wo stehen wir jetzt und wo wollen wir hin? Und wir stehen jetzt in einem Datenbank-Monolithen, der in PLSQL geschrieben ist und der von exakt einem Hersteller abhängig ist. Ihr habt eine Oracle-Datenbank, wo ihr Geschäftslogik drin schreibt. Ich weiß nicht, wie es genau ist mit, hier vorne kam gerade die Meldung mit dem COBOL und dem Host. Das ist ja auch mehr oder weniger eine Ecke, wo ihr von einem Hersteller abhängig seid. Unter anderem, es war halt so, die Firma hat Software verwendet von einer Firma, die nicht mehr existierte und Quellcode hatte man nicht. Ein kleines Teil. Okay, voilà. So ist es. Und ich hätte dann noch die Geschichte von einer ortsansässigen Landesbank in Hannover, die tatsächlich eine 40 Jahre alte Hostanwendung betreiben, die in Assembler geschrieben ist. Und inzwischen gibt es keine Menschen mehr, die diesen Code warten können. Also es ist tatsächlich so, die Menschen, die da sitzen, sind 70 Jahre alt. Also das ist dann noch nicht mal ein technischer Login für eine Versicherungsplattform, sondern einfach so ein menschlicher Login. Es gibt das Know-how gar nicht mehr, um diese Anwendung zu warten. Und das ist eine Ecke, wo wir gesagt haben, da wollen wir uns technisch gar nicht reinstellen. Wenn wir eine Versicherungsplattform oder eine neue Software bauen, dann muss es etwas sein, wo die Teile nachher auch austauschen können. Wir waren bei Workflow Engines, da gibt es zwar auch einen ortsansässigen Betreiber hier. Ist jemand von Camunda da? Kennt jemand Camunda? Ja.
könnte, dass dieser Betreiber nicht mehr da ist. Also diese Komponenten sollten austauschbar sein, keine technischen Sackgassen. Das eigentliche Programmieren sollte sehr nah an der Fachlichkeit sein. Dass wir also nicht diesen harten Sprung haben, jetzt komme ich doch wieder auf Technik, hat mal jemand Java Enterprise programmiert? Okay. Wie viel Fachlichkeit und wie viel technischen Unterbau musstet ihr programmieren, um Fachlichkeit abzubilden? Okay, gut. Ich höre nur Lachen. Also es ist normalerweise tatsächlich so, dass man auf einen, naja, es fliegt einem ein Fehler um die Ohren, es gibt so ein Stacktrace von 100 Klassen, die nichts auch nur ansatzweise mit der Fachlichkeit zu tun haben, sondern es ist nur Technik im Hintergrund. Da wollten wir halt auch nicht hin. Also die Impedanz zwischen dem fachlichen Teil und dem technischen Teil sollte sehr gering sein. Überschaubare Komplexität, damit wir die Mitarbeiter aufgleisen können. Wenn man eine neue Software einführt, kommt natürlich jetzt so das Problem an die Ecke, was machen wir denn jetzt wirklich mit den Mitarbeitern, die die ganze Zeit PLSQL programmiert haben? Das gibt also einen Gap zwischen dem Know-how, was jetzt da ist in der Firma und wie wir hinkommen müssen. Also muss die Überschaubarkeit in der ersten, die Komplexität in der ersten Iteration überschaubar bleiben. Testbarkeit, Skalierbarkeit, Stabilität, kommt natürlich alles dazu. Was wollen wir nachher machen? Die Anwendungslandschaft zusammenführen in der Versicherungsplattform. Aber wie kommen wir denn dahin? Der nächste Schritt der Reise. Also man kann ja nicht einfach mit der Technik starten. Und da ist halt die Frage, kaufen wir irgendetwas oder bauen wir es uns selber? Genau. Ist eine klassische Entscheidung, die jeder kennt, der schon mal sowas, entscheiden musste. Grundsätzlich stehen die Sachen ja gegeneinander. So, was haben wir denn, wenn wir zum Beispiel jetzt für die Pauschalreise entscheiden? Wir haben einen Preis, am besten ist da alles drin, aber was so richtig passiert, das weißt du vorher auch nicht genau. Buchst eine Kreuzfahrt, noch einmal muss die Getränke extra zahlen. Wenn du dann einmal auf dem Schiff bist, dann ist die Richtung schwer bis gar nicht änderbar, außer man kennt den Kapitän sehr gut vielleicht, aber das ist auch eher der Nebenfall. Was sind die Vorteile, wenn wir es selber machen? Wir haben die Kosten in Häppchen verteilt. Da sind die auch mal höher oder mal tiefer. Aber letzten Endes können wir an jedem Schritt nur entscheiden, wie richten wir uns aus oder müssen wir die Richtung komplett ändern, weil man die Flexibilität dadurch hat. Deswegen, war vielleicht schon ein bisschen vorabsehbar, haben wir uns natürlich für die Individualreise entschieden, weil wir gerade aus der Sache mit der Kaufsoftware raus wollten. Geht's halt los. Wir wollen uns auf diese Reise bewegen, begeben. Das war tatsächlich ein sehr eigenartiger Moment. Es kam also tatsächlich der Bereichsleiter oder mindestens der Innovator an der Stelle auf uns zu und sagte, pass auf, wir haben dieses Ding, du kannst machen, was du willst auf der grünen Wiese, wir wollen das irgendwann migrieren auf diese Versicherungsplattform, leg los, was ist dein Vorschlag? Und dann steht man da als Entwickler und denkt sich erstmal, wow, es explodiert der ganze Kram im Kopf, was man alles Cooles machen könnte. Ich meine, wer von euch hat mal auf der grünen Wiese angefangen? Also, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist eher selten eigentlich. Das ist eher selten. Also so richtig auf der grünen Wiese, wir haben das große Problem, wir wollen unsere komplette IT-Infrastruktur von links nach rechts drehen. Dann erzähle ich euch ja nichts Neues, dann können wir eigentlich aufhören, die Frage zu stellen. Erzählt es ja trotzdem. Weißt du was, das mache ich. Also genau, es gab halt so ein großes... große Explosion im Kopf, dieses Moment, was mache ich überhaupt? Aber wie Tim mir gerade schon sagte, Individualreise, wir wollen uns halt überlegen, wo wir hinwollen. Also was für Sachen brauchen wir wirklich, um anzufangen, um loszugehen. Und wir haben für die Reisevorbereitung dann angefangen, die Systeme so ein bisschen zu analysieren, das muss gemacht werden. Welche Technik wollen wir überhaupt benutzen, weil das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Wie schaffen wir es, die Mitarbeiter mitzunehmen, dass aus dem Unternehmen der Wertgarantie die Entwickler nachher auch in der neuen Technologie überhaupt arbeiten können. Also das ist ein Organisationsentwicklungsthema. Wir müssen die Umgebung aufbauen und vor allem muss das Verständnis in der Organisation geschaffen werden, diese Technik überhaupt zu tragen. Und wie man überhaupt Software entwickelt, ist ja auch eine Frage, die, ich sag mal, in Versicherungen gerne anders getan wird, als vielleicht in dem Personenkreis, die hier sitzen. Nochmal die Frage ans Publikum. Eigentlich solltet ihr Fragen stellen und nicht ich an euch, aber wie viele Leute arbeiten bei Banken und Versicherungen? Okay, das ist gar nicht so viel. Okay.
Gut, aber ihr wisst, wovon ich rede, wenn es darum geht, um Organisationsstrukturen bei Banken und Versicherungen. Gut, für euch. Das heißt, wir haben uns überlegt, okay, wir nehmen einfach mal einen kleinen Fall und bauen uns einen Prototypen. Wenn wir jetzt auf diese Individualreise gehen und uns überlegen, wohin wir wirklich reisen wollen, können wir auch mal eine Nacht im Garten übernachten. Wir bauen einen Prototypen und schauen erstmal, was passiert. Und dafür haben wir angefangen, das System uns anzugucken, das Altsystem, und guckt gar nicht erst hin. Das soll einfach nur dafür da sein, ist es sehr verworren, aber das überrascht wahrscheinlich auch keinen. Genau. Wir sind dann hingegangen und haben uns einen kleinen Prototypen gebaut in Elixir und Erlangen. Haben eine kleine GraphQL-Oberfläche drüber gesetzt. Es gibt eine Vue.js-Anwendung, die die Oberflächen darstellen. Und wir haben angefangen, ich gehe nochmal einen zurück, hier unten rechts gibt es ganz viele Dienste, die in dem Netzwerk zur Verfügung stehen. LDAP, einen Druckservice, eine Telefonanlage, alles so Sachen, die irgendwo angebunden werden müssen an eine Versicherungsplattform, um nachher einen Mehrwert zu schaffen. Also gerade im Service Center ist es wichtig, dass sie neue Software mit der Telefonanlage zusammenarbeiten kann. Das kann das alte System nicht, aber für das neue System wäre es ja ganz hilfreich. Das heißt, wir haben angefangen, ganz viele Schnittstellen aufzubauen. Das sind halt irgendwie drei Schnittstellen, die in dem Prototypen mit drin waren, und die skurrile Schnittstelle ist tatsächlich die Telefonanlage. Wenn ihr dazu Fragen habt, der Hans Würdicke sitzt da vorne, der hat diese Schnittstelle gebaut, um mit Cisco-Telefonanlagen zu sprechen, und hat eigenartige Dinge gefunden. Ja. In einer Woche. Genau, also wir sind mit dem Prototyp losgegangen und haben dann am Ende festgestellt, das war so ein halbes Jahr, es sollte ein MVP dabei rauspurzeln, haben festgestellt, dass wir mit dem funktionalen Ansatz eine sehr gute Testbarkeit hinkriegen, mit den puren Funktionen, aber das sollte wahrscheinlich auch keine Überraschung sein, dass es einfach einen geringen technischen Overhead gibt beim Abbilden von fachlichen Datenstrukturen. Der Code wird auf einmal extrem klein, aber wie gesagt, da erzähle ich euch auch nichts Neues. Die direkte Abbildung der Fachlichkeit, das Problem der Verteilung ist gelöst oder der Nebenläufigkeit. Die API-Performance war gleichbleibend gut. Wir sind mit, im ersten Schritt waren es, glaube ich, auf dem Testsystem, sind die GraphQL-Anfragen durchgegangen in einstelligen Millisekundenbereichen. Das war für uns akzeptabel. Und das große Ding, was wir gefunden haben, ist tatsächlich die Battle-Proven Beam, das Runtime-Environment von Erlangen. Hervorragendes Ding, läuft absolut stabil und es ist halt kein neuer heißer Scheiß, es ist abgehangen, es ist 25 Jahre alt. Abgehangen ohne Ende, ja. Also, ich weiß nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, wir haben das Rad einfach nicht neu erfunden, sondern wir haben einfach angefangen, Kram zusammenzustecken. Das Ergebnis, das ist die technische Seite, die organisatorische Seite sah allerdings etwas anders aus. Wir sind nach dem Prototypen zum Bahnhof gegangen und es hat keiner abgeholt. Der organisatorische Teil war halt einfach nicht da. Also wir hatten keine Sichtbarkeit im Unternehmen für das Projekt. Das haben wir festgestellt, okay, irgendwie brauchen wir eine Routen- oder eine Reiseplanung, um da weiterzugehen. Und wir sind zum Reisebüro im Bahnhof gegangen und haben gesagt, okay, wir brauchen irgendetwas, wir brauchen eine Projektleitung, Routenplanung, was auch genau, immer. Genau, vor allen Dingen brauchen wir auch Projekte. Wie das dann so ist, wenn man mit einer Vision durchs Haus geht und pausieren geht, dann kommen sie mal von allen Seiten an und sagen, ja, wir brauchen dies, wir brauchen das und hier ist noch ein Projekt und da ist noch ein Projekt. Und um das mal irgendwie alles in eine Reihenfolge zu bekommen und so einen Rahmen bekommen, haben wir auf höherer Ebene entschieden, wir wollen kein Projektwildwuchs, wir setzen ein Programm auf und gliedern die verschiedenen Projekte unter das Programm. Wir haben mit dem Bereich Schaden angefangen und jetzt ziehen wir den Bereich Kunde zum Beispiel nach. Und dazu gehört dann halt, so, wir gucken erstmal, wer sind denn überhaupt unsere Stakeholder und was wollen die überhaupt? Und wie können wir die einbinden, dass die nicht ungeduldig werden? Weil gerade wenn 10 Leute von verschiedenen Seiten kommen und alle am liebsten sofort eine Lösung haben wollen, muss man denen ja auch irgendwie sagen, so, stellt euch bitte hinten an und wir schauen, wie wir das machen. Wichtig dafür war, dass wir anfangen, auch von kleinen Dingen den Nutzen sichtbar zu machen. Einfach, um die Stakeholder möglichst früh abzuholen, zu sagen, wir können Mehrwert liefern, nicht alles auf einmal, aber immer Stück für Stück und klein. Dafür war es wichtig, dass wir möglichst
mehrwerthaltige MVPs definieren, um halt möglichst schnell möglichst viele Stakeholder abzuholen. Wie man aus dem Wording schon so ein bisschen hört, war schon vorher die Entscheidung getroffen, dass wir das Ganze agil umsetzen wollen. Und da galt es dann dazu, ein neues agiles Team, wo einige Leute aus dem agilen Umfeld kamen, einige Leute noch nie damit zu tun hatten, ein neues Team zu gründen und damit dann mal loszulaufen. Aber zum Thema Agilität gleich noch ein bisschen mehr. Das war der Teil, wie das organisatorisch aufgesetzt ist. Wie haben wir uns technisch die Migration vorgestellt und wie haben wir damit angefangen? Wie gesagt, das ist eine Reise, wir sind immer noch dabei. Wir haben den Startpunkt gewählt, die Bestandsführung, also tatsächlich die Geschäftslogik in Oracle zu nehmen und auch dort zu belassen, mindestens für den ersten Schritt. Es gibt ganz viele Umsysteme und Schatten-IT, die gewachsen ist, die aber alle über unterschiedliche Kanäle mit dieser Oracle-Datenbank bzw. mit der PL-SQL-Logik und der Geschäftslogik kommunizieren. Da gibt es also den Weg über nächtliche Im- und Exports, wo man Daten in andere Umgebungen schiebt. Es gibt so ein paar Webservices, eine recht gute Webservice-Schnittstelle, die aber halt nicht alle Anwendungen benutzen. Und sagt, da hinten grinst er, das ist der Mensch, der die Webservice geschrieben hat. Und jetzt war die Frage, wie kommen wir von der alten Welt tatsächlich in die neue Welt? Ist jetzt kein großes Geheimnis, wie gesagt, gerade nicht neu erfunden. Wir haben die Bestandsführung, oder der Plan ist es, die Bestandsführung zu kapseln hinter einem neuen System, was eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Domainmodell etabliert über eine GraphQL-Schnittstelle und alle weiteren Anwendungen nach und nach umgezogen werden auf diese Schnittstelle, also gekapselt, der Monolith gekapselt wird, um wenn keine weiteren Bestands- oder zustandsverändernden Sachen mehr außerhalb dieser Schnittstelle in die Oracle kommen oder in die Bestandsführung kommen, dass man dann nach und nach anfangen kann, die Bestandsführung abzulösen. Also ein relativ gängiges Pattern, aber naja, dafür den fachlichen oder den organisatorischen Rahmen zu finden, es nicht Techniker zu erklären, dauert immer ein bisschen. Was wir nicht wollen, ist ein Big Bang, ein neues System aufbauen und umschalten. Das klappt irgendwie nie. Oder die Projekte gehen nicht zu Ende, weil das neue Bauen von dem neuen System einfach viel zu lange dauert. Ich glaube, ein 5-Jahres- oder 10-Jahres-Projekt hätten wir einfach nicht durchbekommen, um neue Software zu bauen, die dann wahrscheinlich veraltet wäre. Genau, das heißt, wir haben klein angefangen, haben ein MVP in Produktion gebracht. Das war jetzt nicht der Prototyp, sondern tatsächlich die Schadenabwicklung oder ein Teil der Schadenabwicklung, haben auch schon die ersten Teile von Anwendungen migriert und machen da an der Stelle jetzt weiter. Aber das ist das Konzept dabei. Da stehen wir auch noch. Auf der Reise sind uns natürlich viele Sachen passiert. Das ist jetzt der tatsächlich spannende Teil von dem, was uns passiert ist auf der Reise. Gut. Ich habe gerade angekündigt, ich komme nochmal zum agilen Arbeiten zurück. Kommt jemand aus einem relativ großen Unternehmen, wo agil gearbeitet wird? Also wirklich, wirklich von oben bis unten quer durch agil? Oder? Okay, cool. Ist bei uns nicht so? Hast du deine Erkenntnisse, was du da so sagst, ah cool, weil ihr kriegt es vielleicht nicht mit, wie viele das sind. Vielleicht sind es einzelne. Achso, das waren ein, zwei Leute. Sorry. Also bei uns ist es nicht so. Bei uns ist irgendjemand mal losgegangen und hat den Vorstand verkauft, wenn wir agil machen, dann wird alles schneller. So. Ja, das hat dann der Vorstand so verstanden und dann regelmäßig gefragt, sind wir jetzt schon agil? Aber die Struktur von oben her natürlich überhaupt nicht angepasst. So haben wir die Situation, so, wir sollen agil arbeiten, aber es gibt eine Deadline, wo der Umfang auch klar ist, der da sein muss und das Budget nicht klar ist. Wer das Magic Triangle kennt, weiß, dass das Käse ist. Das passiert dadurch, dass das agile Mindset halt wirklich nicht flächendeckend angekommen ist, dass wir denken, agil ist gleich schnell oder ich spare Geld oder was weiß ich. Das ist halt zu eindimensional gedacht. Daraus resultiert, wir versuchen, so gut es geht, in unserem Dev-Team agil zu arbeiten, haben aber die Herausforderung, dass über uns drüber noch das BMO schwebt, also das Project Management Office, das aber noch klassisch nach Wasserfall arbeitet und wir quasi in Wasserfallzyklen da reporten müssen, was die ganze Sache relativ schwer macht. Wir sind da in einem Änderungsprozess, aber man kann sich sicherlich vorstellen, dass es
sehr mühselig, sehr anstrengend ist und wirklich seine Zeit braucht. Genau, was uns noch passiert ist, ist, dass das Übliche, wenn man entwickelt und der Fachbereich nebenbei testet und dann sagt, irgendwas ist komisch am System. Keine Ahnung, was da so richtig passiert, aber keine Ahnung, die Schadenanlage dauert auf einmal 20 Sekunden, ich kann mich nicht am System einloggen, was auch immer. Und mindestens in den großen Enterprise-Applikationen, die irgendwo installiert sind, fragt man dann den IT-Betrieb, ich beantrage mal die Logfiles. Das dauert dann einen Tag, dann hat man die Logfiles und dann hat man die Chance, überhaupt erstmal drauf zu gucken, was passiert, weil die ganzen Betriebssachen weggekapselt sind in andere Firmen oder in andere Bereiche und man hat irgendwie so einen SharePoint oder einen Job, wo der einem einmal am Tag die Logfiles von den Servern zusendet. Also ich gucke es gerade so ein bisschen skeptisch. Ist das bei euch nicht so? Das ist ja Wahnsinn. Ja, mittlerweile schon. Das ist, aber anfangs nicht, okay. Das ist ein Anführungszeichen, das ist also so, wie ich es in anderen Firmen auch mal kennengelernt habe. Und die haben gesagt, das wollen wir halt nicht. Wir gucken dann morgen mal auf die Logfiles, wir können uns erst morgen mal euer Problem kümmern. Oder wir rebooten einfach mal den Server und hoffen, dass das Problem dann so weg ist. Oder man hat schon vorgedacht vor dem Reboot und sagt, unsere Applikation startet eh einmal am Tag neu, weil aus Gründen ist besser so. Wir haben gesagt, wollen wir natürlich nicht, wir brauchen irgendetwas aus dem Monitor. Also wir brauchen irgendetwas, um zu sehen, was gerade in unserem System abläuft. Das kann man natürlich jetzt ein bisschen schlecht sehen. Das ist Grafana. Weil es ist ja auch schon. Das ist tatsächlich sehr schlecht. Gut. Wir sind also losgegangen, haben ein Metrikensystem besorgt und die Anwendung pumpt halt regelmäßig Metriken in dieses Grafana bzw. in den InfluxDB und Grafana ist eine Abfrageoberfläche, um sich Metriken anzuzeigen aus einer Zeitseriendatenbank. Um zu gucken, was passiert jetzt gerade in unserem System. Und leider kann man das war mehr so ein Suchbild an der Stelle. Hier ist tatsächlich etwas passiert an der Stelle, nämlich es kamen keine Metriken mehr. Und das, was uns passiert ist, ist, uns ist ein... Boah. Okay, das ist bei mir besser. Das nächste Mal nehme ich größere Bilder. Uns ist ein Prozess weggeraucht in der Erlang-VM, beziehungsweise nicht weggeraucht, sondern vollgelaufen, nämlich der Prozess, der die UDP-Pakete annimmt, beziehungsweise generiert, um sie an die InfluxDB zu schicken. Das ist jetzt die Frage, Java Enterprise Applikation, .NET, was macht man? Man bootet die Applikation neu, weil man ansonsten nicht an die Prozesse rankommt. Da sagte ich gerade, Battle-Proven Beam, wenn in Sibirien irgendwo ein Telefonswitch ausfällt, und dafür ist Erlang irgendwann mal gebaut worden, nicht für Sibirien, sondern für Telefonanwendung, kommt man an der Stelle, da läuft keiner hin und bootet mal kurz einen Switch neu. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, sich direkt auf die VM aufzuschalten, auf das Runtime-Environment von Erlang und sich direkt anzuschauen, wie sieht das System gerade aus. Und das rechts ist die grafische Benutzeroberfläche davon und links ist das Ganze dann auf der Shell ausgeführt. Ich kann sehen, welche Prozesse gerade laufen und wir haben tatsächlich diese Lücke, die da aufkam, wo unsere Bibliothek sich verabschiedet hat, haben wir im laufenden System mit den Administratoren halt direkt gefixt. So, weiß ich, hat irgendjemand mal Erlang gemacht? Okay, sind doch ein paar funktionale Programmiersprache, die das Runtime-Environment ist halt sehr auf Stabilität ausgelegt. Es gibt so ein Supervision-Tree, wo man Prozesse registriert und diese Supervisoren beobachten Prozesse und wenn so ein Prozess wegrauft, wird er neu gestartet in einem gewissen Intervall. Und in dem Moment, wo der Intervall überschritten ist, kaskadiert das sozusagen hoch. Man baut so ein Supervision-Tree auf und dann kaskadiert das hoch und die Prozesse werden erstmal neu gestartet, bis so ein Threshold erreicht ist und so sind die Systeme leicht selbst heilen. Und das haben wir dort gemacht, hat gut funktioniert. So. Gut. Wir hatten noch mehr Herausforderungen, wir haben das Projekt gewonnen und hatten eigentlich überhaupt keine Elixier-Entwickler im Haus. Wir hatten zwei Leute von Frobese, die Elixier entwickeln konnten und die sollten uns das beibringen. Ja, und wie das dann halt so ist, Menschen entwickeln sich halt verschieden schnell, zumal wir auch von Youngstern bis zu alteingesessenen Hier-Programmierern einen guten Durchschnitt im Team haben. Und das führt halt dazu, dass die Planung
relativ kompliziert war, weil die Leute halt verschieden lang brauchen und wir hatten halt die Herausforderung, wir sollten dann fertig sein. Ich erwähnte die Deadlines vorhin, war knapp und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir müssen aber jetzt auch realistisch betrachten, wir sind halt noch nicht auf dem Stand, um richtig zu performen. Ja, sagt der Vorstand dann, ja, dann befähigen Sie doch die Leute. Und ich möchte aber in regelmäßigen Abständen über den Befähigungsstand informiert werden. Ja, und dann die Frage, die sich natürlich stellt, wie messe ich denn überhaupt Befähigung? So, letztendlich haben wir jetzt ein Tool entwickelt, auch mit der Fobese zusammen, wo es über eine Selbsteinschätzung in verschiedenen Bereichen relativ gut möglich ist, zumindest die selbsteingeschätzte Befähigung im Team anzuzeigen. Aber ja, letzten Endes bleibt die Herausforderung, die Leute wirklich zu befähigen, dass alle auf dem Stand sind. Wir sollten morgens einfach Tests schreiben. Ja, mein Leben. Ja. Und das dann mit Noten oder so. Was dazu gut zu dem Thema passt, die Überraschung auf der Reise, die Entwicklung der Mitarbeiter. Wir haben also jeden Tag sind wir in diesem Scrum-Team unterwegs und es ist aus einer Runde von PL-SQL-Entwicklern und es kam noch so eine Ecke von PHP-Entwicklern dazu. Es ist ein wirklich sehr herzliches Scrum-Team geworden und jeder hat irgendwo seinen Platz gefunden. Also, es ist tatsächlich so, wir haben einen 46-jährigen PL-SQL-Entwickler, der seit 20 Jahren PL-SQL entwickelt hat. Er liegt da mehr drauf. Okay, seit 17 Jahren PLSQL entwickelt, der ein integraler Bestandteil in diesem doch eher agilen, also aus der Linientätigkeit in ein agiles Team gekommen ist, was überhaupt nicht in seiner Komfortzone liegt. Und er hat sich dort rein integriert und es läuft hervorragend. Also wie diese aus den Linientätigkeiten mit einer spannenden Aufgabe tatsächlich die Motivation von den Mitarbeitern gewachsen ist, oder so sah es auf jeden Fall von außen aus, war halt einfach immens. Hat mich tatsächlich sehr überrascht von den Entwicklungen, die ich bis jetzt von meinen bisherigen Kunden kannte. Wo man dann doch eher auf dem Schreibtisch saß und irgendwie, keine Ahnung, nichts gemacht hat, weil Linientätigkeiten da waren. Was auch noch passiert ist, uns fehlen Werkzeuge. Wir haben also angefangen, sehr viele Open-Source-Bibliotheken anzufangen und das passt auch noch so ein bisschen zu mit den Entwicklung der Mitarbeiter. Ganz hinten sitzt Tim, der hat seine erste Open-Source, also von einem Linienentwickler zu seiner ersten Open-Source-Bibliothek ist er gekommen, eine Camunda-Integration für Elixir geschrieben. Also nochmal, Tim! Genau. Und ja, ich glaube, den letzten können wir übersprungen, das ist mehr so ein bisschen auf dicke Hose machen. Das war nur Hans. Ja. Wir haben aus Versehen die Webservices, also mit unserem 2-Prozessor-Testsystem haben wir aus Versehen das Altsystem gedost. War ein bisschen zu viel an der Stelle. Genau. Dann kommen wir so langsam zu, wo sind wir denn jetzt? Was haben wir jetzt erreicht nach den 2 Jahren? Wir haben motivierte Mitarbeiter. Es gibt eine Sichtbarkeit im Unternehmen. Die Organisationsstruktur verändert sich nach und nach und wird effizienter. Wir haben ein erweiterbares Domainmodell, womit wir die Anwendung ablösen können und eine Fachlichkeit vor allem abbilden können, also das Domainmodell, Domain-Driven Design. Ich setze mal so viel voraus. Womit wir wirklich die Fachlichkeit abbilden können und nicht den technischen Teil. Und wir haben ein produktives System. Ist jetzt nichts zum Applaudieren, das ist mehr so etwas, wir können an der Stelle. Es geht. Und viele Firmen wagen diesen Schritt nicht zu sagen, okay, wir gehen in die funktionale Welt oder wir fangen an, unsere Monolithen abzubauen, weil das kostet eh viel zu viel Geld. Und das ist tatsächlich der Talk zu sagen, lasst uns doch, geht doch einfach los. Probiert es doch einfach aus. Es gibt Leute, die können euch helfen, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Aber es gibt Leute, die haben das gemacht. Und traut euch. Geht zu eurem Top-Management oder was auch immer es ist und sagt, pass auf, da ist ein Risiko. Wir müssen das angehen. Geht einfach los. In kleinen Schritten. So. Und wir gehen dann auch weiter. Und das ist halt noch so ein kleines, zu jedem guten Reisebericht gehört ein Fotoalbum. Das ist ein Fotoalbum vom Team und von Tim. Und damit kommen wir langsam zur Fragerunde.
Jetzt könnt ihr die ganzen technischen Fragen stellen. Das war der organisatorische Teil. Ja. Ihr programmiert ja ein Elixier und nicht in Erlang. Das hat ja auch seinen Grund, warum ihr die Sachen nicht in Erlang programmiert. Ihr arbeitet ja bestimmt viel mit Texten, wo sich Elixier vielleicht besser eignet als Erlang dazu. Aber deswegen muss man sich ja trotzdem mit Erlang auskennen. Wie viel? Ja. Es gibt den Teil, der sich mit dem Runtime-Environment beschäftigt. Also wie führe ich meine Produktion, wie betreibe ich meine Anwendung in der Produktion. Das ist halt alles Erlang, weil das Runtime-Environment ist Erlang. Elixier kompiliert nur runter auf Erlang-Bytecode. Weiß ich gar nicht, wie viel man mit Erlang von Erlang wissen muss. Die Produktionssachen, ja, wie funktionieren Prozesse? Wie ist dieser Supervision Tree aufgebaut, wie debugge ich den ganzen Kram, das musst du wissen. Das eigentliche Programmieren nachher in Erlang, das geht so nahtlos ineinander über, von Elixier auf Erlang. Du kannst in Elixier die gleichen Erlang-Funktionen aufrufen. Also wenn du von der Elixier-Seite drauf guckst, sieht man sehr, sehr wenig Erlang, weil es einfach nahtlos darin übergeht. Beantwortet das die Frage? Wie viel muss man wissen? Ja, man muss ein bisschen was wissen, man kommt nicht drum rum. Weil du sagst ja den Leuten, die müssen was Neues lernen, die lernen Elixier und dann ist da noch das Erlang irgendwie so Elefant, der da im Hintergrund auch noch so ist, ja? Elefant klingt so, als ob es schlimm wäre. Was für schlimme Sachen hast du bis jetzt über Erlang gehört? Ich habe keine schlimmen Sachen über Erlang gehört. Ich kenne das auch als extrem stabile Plattform. Aber du führst ja Leute in deinem Team zu einer neuen Programmiersprache hin, die sie nicht kennen, zu einem neuen Paradigma hin, die sie nicht kennen. Sie sollen Elixier lernen, wo es wenige Leute gibt, die das Ganze machen. Also die findet man nicht so leicht wie Python-Leute oder sowas in der Art. Und dann ist da halt noch so, jetzt lernen wir ganz viele neue Sachen und da ist halt Erlang auch noch da. Damit haben wir aber eigentlich nichts zu tun. Ein paar Leute haben schon was damit zu tun, die halt die Prozesse korrigieren. Ich sage mal, die Sys-Admins, die müssen da wenigstens in Erlang tiefer einsteigen. Sind tatsächlich Programmierer an der Stelle, was konkret was damit zu tun haben. Das ist Aufgabe des Programmierers an der Stelle, sich mit den Prozessen zu beschäftigen. Das läuft alles auf der Erlang-Ebene ab. Ja, willst du was dazu sagen? Ja, also wir haben im Projekt nicht ein einziges Reiter Erlang-Code geschrieben tatsächlich, weil die Sache halt ist, dass das, was eigentlich das Smart ist an Elixier, ist, dass die Integration mit Erlang halt nahtlos ist. Also man kann alle Funktionen und Module aus Erlang ohne weiteres direkt aus Elixier heraus benutzen und das Wording ist 1:1. Das heißt, es gibt keine Stelle, an der man so eine Übersetzung machen müsste, in der man sagt, okay, jetzt bin ich jetzt aber in Erlang, sondern man schreibt Elixier, es kompiliert zu Erlang, man sieht keinen Erlang-Code und am Ende ist man tatsächlich auf der Bean und man findet sich da zurecht, weil es ist vom Wording her dasselbe. Also da ist keinerlei Problematik. Und der Vorteil, der eigentliche Vorteil ist, dass die Erlang-Dokumentation gut ist. Das heißt, kommt man tatsächlich an den Bereich, wo man interessante Fragestellungen hat, zum Beispiel die Art und Weise, wie Erlang-Binaries handelt, ist so eine relativ spezielle Ecke, in der man so mit Performance-Fragen schnell mal weiterkommt. Das ist so, dass man ja auch die Dokumentation in Erlang versteht und lesen kann. Also das ist nicht das Problem. Aber es ist eine weitere Ebene, die man dann tatsächlich lernen muss. Führt keinen Weg dran vorbei. Das ist eine Dimension, mit der man sich normalerweise nicht beschäftigen muss, weil die, keine Ahnung, Java Enterprise Applikation, Application Server oder so etwas, das wird ja normalerweise nicht vom Entwickler betreut. So, das macht ja jemand anders. Und hier ist es tatsächlich so, man muss ein kleines Stück in die eigentliche Runtime, in das Runtime Environment einsteigen. Das kommt dazu, ja. Ja. Mich interessiert noch, was denn schiefgegangen ist und ob eher technische Sachen schiefgehen oder eher Sachen, die mit Menschen zu tun haben. Ich habe das irgendwo hier als Kommentar drin gehabt für mich. Ich wollte es eigentlich noch erwähnen. Technik war nie das Problem. Also tatsächlich, wir haben kein technisches Problem gehabt. Nein, doch, gab es immer mal wieder kleine technische Probleme, aber die waren lösbar. Also zum Beispiel RSA, SSA, PSS, SSL-Zertifikate funktionieren nicht. In Erlang. Wird nicht unterstützt. Und da mussten wir uns halt überlegen, was machen wir jetzt? Weil wir hatten genauso ein Zertifikat. Mit dem TLS3 ist der Signaturalgorithmus nicht implementiert. Aber das sind lösbare Probleme. Aber nein, wir sind nie in ein richtiges technisches Problem gelaufen, wo wir sagen würden, wir hätten wir mal besser Java gemacht. Frage beantwortet.
oder gut, hast du ein konkretes Beispiel? Also was für menschliche Probleme gab es dann oder gab es auch keinen? Es gibt eine Menge menschliche Probleme. Also ich meine, Konflikte sind immer da, gerade in agilen Teams, wo du noch ein Projektmanagement drüber hast, aber das sind halt auch alles Probleme, die man lösen kann. Gerade auf der menschlichen Ebene geht es halt sehr gut. Ja. Die Befähigung war halt ein bisschen schwierig. Und da hat uns die Active Group tatsächlich ganz gut unterstützt mit den Schulungen, die wir anbieten. Also tatsächlich, ja. Aber können wir vielleicht gleich in der Pause nochmal drüber unterhalten. Ich glaube, du warst jetzt dran. Wir hatten es ja ein bisschen erwähnt, dass du mit der Schadensregulierung angefangen hast. Klassischerweise, wenn man so einen Monolithen irgendwie integrieren möchte, ein neues System, ist ja so, dass man an den zwei Punkten System dasteht. Also die Frage wäre, warum die Schadensregulierung? Was hat das Hat ganz einfach organisatorische Gründe, das ist bei uns im Hause das am besten dokumentierteste und am modernsten durchdachte Projekt gewesen, weil das kürzlich in einer anderen Technologie neu gemacht wurde. Also das war gar nicht von den ganz alten Systemen, sondern war... Nee, genau, das war schon ausgelagert aus dem Zwischensystem und war einfach bei uns von der fachlichen Dokumentation das am besten geeignete Projekt, um da schnell loszulegen. Also es ist nicht ein... Wir haben aus einem Problem zwei gemacht, sondern wir haben eigentlich aus zwei Problemen drei gemacht, um dann das zweite Problem loszulassen. Sehr schön gesagt. Ihr sagt, ihr startet auf der grünen Wiese. Wie lief der Entscheidungsprozess ab? Einmal das funktionale Paradigma anzuwenden, dann wie kamt ihr auf Alexi und welche Alternativen standen noch zur Debatte oder zur Evaluation? Das ist meine Frage. Ich bin ein Erlang-Fanboy und ich wurde gefragt und naja, dann haben wir das weitergeführt. Wir haben uns auch ein, zwei andere Technologien natürlich angeguckt, aber dafür war ja der Prototyp da, um zu gucken, ob die Technik tatsächlich funktioniert. Also, das war jetzt wahrscheinlich keine befriedigende Antwort, aber es ist... Ihr meint, ihr habt die agilen Prozesse eingeführt, ihr musstet so ein bisschen gegen das Management kämpfen. Hat sich das jetzt geändert so im Nachhinein? Also konnten wir denen so ein bisschen zeigen, dass es doch auch funktioniert? Nach und nach. Also wir sind noch mitten dabei. Wir sind jetzt so weit, dass wir jetzt zum Beispiel keine Deadlines mehr bekommen werden. Wenn es jetzt in letzter Konsequenz durchgeht, wird sich wahrscheinlich heute im Laufe des Tages entscheiden. Also ganz klar, das Thema. Aber ja, also wir versuchen da auch dafür zu sorgen, dass auf den oberen Ebenen gecoacht wird, dass das da so ein bisschen Mindset eingeprügelt wird, sage ich mal. Es wird. Aber es ist halt anstrengend. Also es ist auch kein Kämpfen, es ist einfach ein unterschiedliches Paradigmen. Du hast auf der einen Seite das klassische Projektmanagement, was auf eine sehr bestimmte Art und Weise funktioniert. Und irgendwann muss diese Transformation stattfinden zu einem agilen Team. Und naja, da hast du halt die Reibungsverluste. Also ich würde es nicht Kämpfen nennen, sondern es ist halt nur ein organischer Prozess an der Stelle, das zu transformieren. Da anschließend, die Resultate, die ihr geliefert habt, scheinen die auszureichen, um überzeugen. Also wir haben zumindest die Zwischenebene mittlerweile überzeugt, durch dieses iterative Vorgehen und immer wieder Einbinden der Stakeholder in die Review-Meetings. Also gerade auf der Bereichsleitungsebene ist dieser Mehrwert mittlerweile angekommen. Da ist das der Change eigentlich am weitesten, weil die auch jetzt nicht mehr von konkreten Zielen, sondern von Mehrwerten sprechen. Und jetzt liegt es da, das weiter nach oben zu tragen. Eine Frage wäre noch möglich. Eine kurze. Und das Delphi Frontend habt ihr auch abgelöst. Bitte? Das Delphi Frontend habt ihr auch abgelöst. Das Delphi Frontend wird noch abgelöst und es wird natürlich, Dimitri ist unser Vue.js-Programmierer. Abgelöst. So. Das war die kurze Frage. Ja, dann Dankeschön.